Seit mehr als 3600 Tagen warten die Angehörigen, Freunde und Freundinnen von 239 Menschen aus 14 Ländern auf Antworten. Aber bislang bleibt das Verschwinden des Fluges MH370 der Malaysia Airlines auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking am 8. März 2014 ein Rätsel. War es ein Unglück, ein absichtlicher Crash, eine Entführung oder wurde das Flugzeug sogar abgeschossen? Zum 10. Jahrestag des Mysteriums gibt es nun wieder einen Hoffnungsschimmer für die Familien, inmitten aller Spekulationen endlich Gewissheit zu bekommen. Vor wenigen Tagen kündigte der malaysische Verkehrsminister Anthony Logan, dass die Suche nach der Maschine möglicherweise wieder aufgenommen werde. Demnach hat die US-Spezialfirma Ocean Infinity eine weitere Suchaktion angeboten, die nur bezahlt werden müsse, falls das Unternehmen fündig werde. Das Verkehrsministerium ist bereit, Ocean Infinity nach Malaysia einzuladen, um den Vorschlag »Kein Fund, keine Bezahlung« zu diskutieren, betonte Log. Details und einen genauen Zeitrahmen nannte er aber nicht. Sobald der endgültige Vorschlag von Ocean Infinity vorliege, werde er dem Kabinett zur Genehmigung vorgelegt, erklärte der Minister und fügte hinzu, er hoffe, dass das Flugzeug endlich lokalisiert werden könne, damit die Wahrheit nach den langen Jahren der Ungewissheit ans Licht komme. Ein Rückblick. Die Boeing 777 hob am späten Abend des 8. März 2014 problemlos vom internationalen Flughafen in Kuala Lumpur ab. Um 1.19 Uhr war der erfahrene Kapitän Zahri Ahmad Shah zum letzten Mal aus dem Cockpit zu hören. Good night, Malaysian 370. Kurz darauf wurde der Transponder abgeschaltet, ein Gerät, das der Flugsicherung am Boden Daten zur Erkennung übermittelte. Wer den Ausknopf drückte und warum, ist bis heute ungeklärt. Etwa 2 Stunden nach dem Start verschwand das Flugzeug von den letzten Radarschirmen. 7 Stunden lang empfing ein Satellit noch sogenannte Ping-Signale von der Maschine. Etwa so lange dauerte es, bis der Tank leer gewesen wäre. An Küsten entlang des Indischen Ozeans wurden später Trümmerteile angeschwemmt. Vom Hauptrumpf des Flugzeuges, den Insassinnen und dem Flugrekorder fehlte aber jede Spur. Malaysia, China und Australien starteten eine 2 Jahre lange Unterwassersuche, die 2017 ergebnislos abgebrochen wurde. Eine damalige Suchaktion von Ocean Infinity brachte ebenfalls keine Ergebnisse. Vermutet wird aber weiterhin, dass die Boeing ins Meer gestürzt ist und jetzt irgendwo in großer Tiefe auf Grund liegt. Mit mehr als 150 Passagieren und Passagierinnen war die Zahl von Menschen aus China unter den Opfern am höchsten. Viele Opfer stammen auch aus Malaysia sowie aus Indonesien und Australien. Weil von der Maschine jegliche Spur fehlte und die Suchteams keine Absturzstelle fanden, wurde lang viel und in alle Richtungen spekuliert, was damals geschah. Erklärungsversuche aller Art machten sich im Internet breit. Von Entführungen über einen Suizid des Piloten bis hin zu einem Brand mit giftigen Gasen an Bord, der alle bewusstlos machte, war vieles dabei. Ein Gerücht hielt sich besonders hartnäckig, die Maschine könne absichtlich oder aus Versehen von Militärs abgeschossen worden sein, hieß es immer wieder. Für keine der Theorien fanden sich bisher handfeste Beweise.